Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Wallworld. Hier in der vielleicht letzten Runde. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich komplett machen werde, bis wir alle Blueprints haben. Ich meine, irgendwann wird es dann auch langweilig, wenn man die ja nicht bekommt. Aber die Runde hier machen wir auf jeden Fall noch fertig. Haben wir keine Bossfights mehr. Eine Folge sind wir bestimmt noch beschäftigt. Haben immerhin schon eine Railgun gefunden, die Drohne. Können wir also gut upgraden. Jetzt machen mir eher die Ressourcen Sorgen. Weil, ja. Ressourcen liegen hier auf, also in der Mine, aber die rauszubringen, meine Güte. Wirklich ein Krampf. Meinst einfach alles hier runter. Sammeln es dann da unten ein. Ich sollte vielleicht wirklich mal in Speed hier investieren. War jetzt auch mal die Abfangzeit. Wo ist er denn? Hier, Speed Bonus, Overdrive Duration, Cooldown Speed. Sind wir auf jeden Fall mal. Was haben wir noch drei? Das schwarze Zeug nur noch drei. Brauchen aber auch gar nicht. Auch falls wir nochmal in so eine große Mine kommen. Und wir kommen halt einfach nicht genug Ressourcen von woanders. Das heißt, wir müssen uns die hier holen. Ich bin falsch abgebogen, so eine Scheiße. Das hat Zeit gekostet. Wenn wir da jetzt einmal reingehen, so machen, sind wir voll. Oh, wie eine Schatzkammer da unten. Cooldown. Gut, das haben wir geschenkt bekommen, ne? Genau. Warten wir ganz kurz. Der Rest macht die Drohne, oder? Vertraue der Drohne einfach mal. Mal die Fähigkeiten immerhin noch aktiviert. So. Drohne, du machst das. Ich glaube an dich. Wir ziehen den Kram hier wenigstens mal noch vor. Ach, dann noch mehr Kram, ey. Versucht es einfach mal alles näher zum Ausgang zu bringen, das würde auch schon helfen. Oh, so viel kann ich nicht, nee. Keine Chance. Ich will es dann näher zum Ausgang bringen. Okay, bis noch da. Weil hier, guck mal, das wird ja überall da reinfallen. Das ist mit Absicht so gemacht. Safe ist mit Absicht so gemacht, wenn du den ganzen Kram rausbringen willst, wieder voll gegenrennst einfach. Also zwei, dreimal müssen wir noch. Eher dreimal. Ja, vielleicht sogar viermal. Oh Mann, oh Mann. Aber wir haben Ressourcenmangel, definitiv. Und ohne Harvester. Mal geschaut, ob die Wellen einfach irgendwann so stark werden, dass man die nicht mehr schafft. Oder ob die irgendwann einfach aufhören, wie die letzten hat. Ups, war doch schon alles hier. Nochmal rein. Warum ich für das hier zurück, ist die Frage. Ich muss es doch irgendwie mitnehmen. Da reingefallen, wo es einem noch mit drin war. Dann holen wir das eine doch noch raus.
chargen hier einfach rein. Uhuhui. Jetzt müssen wir auf jeden Fall noch upgraden. Noch mehr upgraden. Weil der lohnt sich. Was wir jetzt erstmal noch upgraden, ist unsere Drohne. Mehr Damage ist auf jeden Fall gegen die starken Gegner gut. Dann legen wir ab und bauen uns Richtung oben auf. Boah, schon mal rein hier. Dann nimm den Laser. Der Laser ist einfach besser. Der ist einfach so. Ich weiß nicht, für Laser, also hier kommen können. Jetzt haben wir aber natürlich die Railgun einmal upgegradet, ne? Das, ja. Schade. Uff, das hat das Schild getroffen. Sonst gerade ist es gar nicht so klein. Er liegt hier. Marakast, Guardian of the Voids. I return you to rock. Goodbye, my Dorf. Okay. Ja. Eine Anomalie. Boah, ist wirklich mega groß wieder. Und wie soll ich den Scheiß hier rauskriegen, hä? Leute, wer hat sich das ausgedacht? Perfekt. Vom Drohnen-Upgrade? Ja. Dann Rotation Speed für die Kackwaffe. Alles schon mal weiter Richtung Ausgang ziehen. Mitnehmen. Bam. Nice. Ja, ist okay. Ja. Hilft uns auf jeden Fall gegen Nahkampfviecher. Reinflitzen. Die Taschen voll machen. In der Kombo Minen und Drohne schützt auf jeden Fall schon besser. Wir hatten einfach einmal das hier. Und hoffen, dass sie den Rest machen. Gehen wir nicht so weit weg, aber wir sammeln hier schon den kleinen Scheiß ein. Das war ein ganz schöner Treffer auf dem Schild. Noch ein ganz schöner Treffer auf dem Schild. Schild ist wieder aufgeladen, passt. Einfach eine Ebene weiter, dass wir die Drohnen verdreifachen können. Aber auch dafür brauchen wir ganz viel von dem normalen Kram. Den haben wir momentan nicht. So groß war alles.
Herbe noch tauschen könnte, ne? Irgendwie handeln oder so, wenn es so einen Händler auf der Karte gibt, wo man Ressourcen tauschen könnte. Irgendwie zwei von den guten gegen eine von den darunterliegenden. Sir Corbel died to his wounds. You were a worthy knight. Na dann. Komm, scan mal. Zwei Anomalien. Meinetwegen. Welle. Weil die Drohne schafft er nicht mehr alleine. Bis ich mal die Minen upgraden würde, würde das nicht reichen. Ja, das schafft auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Macht das. Ich gebe mal einen Speedboost auf, falls ich doch schnell zurück muss. Ja, perfekt. Ich habe nichts anderes erwartet von meiner treuen Drohne. Ja. Na gut, mehr meins, meinetwegen. Layout ist ähnlich zu der von eben, ne? Oder vielleicht sogar gleich. Abgeben, wieder rein. Nehmen die Anomalie hier noch mit. Eine Stein da unten. Was könnte das jetzt sein? Das ist Resource Harvester Sinn EG. Clusterbomb. Meinetwegen. Das hier. Hui. Boah, der ist schneller als die Kamera, ey. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Unterstützen hier. Sehr schön. Über Wolkendecke, oder? Ja. Perfekt.
hätte ich den Laser doch mal upgraden sollen. Aber eigentlich will ich mir das aufheben, die Drohne. Und noch hält das Schild ja sogar, also. Drohne macht einen guten Job. Auch viel mehr kommt da gar nicht. Ohne Boss verliert man so ein bisschen das Zeitgefühl, ne? Normalerweise ist man so, oh ja, 20 Minuten, 20 Minuten, 20 Minuten. Hallo, Rohstoffe, bitte. Excuse me. So, die hier, die brauche ich. Kleine Mine, aber hier ist echt wenig von dem Kram drin. Gut, vielleicht geht's auch noch weiter. Nicht zu früh beschweren. Drohne. Drohne. Da, Drohne. Zwei Drohnen. Bald drei Drohnen. Na, drei Drohnen. Drei Drohnen könnte man das vielleicht überlassen. Nächste Runde, aber zwei. Weiß ich noch nicht. Den Laser hätten wir eigentlich auch mal upgraden müssen. Frage ist, was mehr Zeit ersparen ist. Bringt die Drohnen oder der Laser? Was sagen die Drohnen? Junge. Junge. Bitte einmal angucken. Da haben wir schon auf Maximum. Das können wir noch kaufen. Stimmt ja. Das machen die Drohnen. Halt echt so, man kann einmal kurz abgeben, kurz mit reinballern, den Rest machen die Drohnen. Das ist perfekt. Ich glaube auch, dass wir kommen mit mehr Upgrade-Punkten raus, als wir ausgeben können am Ende. Und wir haben wir zwei oder einen Blueprint erst gefunden? Und wir haben erst einen gefunden, ne? Die Claws können wir nochmal kaufen. Obwohl, wir können die Dashs noch alle kaufen. Ah, das sieht nach Blueprint aus. Jawoll. Den nehmen wir gerne. Capacity. Perfekt. Das ist ja dieses schöne... Oder? Genau, das ist der... Dieses Britzelding, was uns schützt. Nicht, dass es beim Abbauen hilft, sondern dass es was schützt.
Ja. Ich brauche jede einzelne Ressource. Auf den normalen habe ich so viel zu wenig. Mehr von den Lilanen als von... als von den normalen. Machen den Anfang. Ich wollte es einmal kurz mit rein. Start eine Rakete. Mach den Capacitor an. Das Ding, das britzelt, ne? Und dann gönne ich noch. Lass uns. Dafür bin uns wirklich die Schwarzen. Ah, das wollte ich noch. 150, meine. Was ja, dann sparen wir da jetzt drauf. Wenn es sein muss, sparen wir halt. Perfekt. Haben wir da drüben noch was? Wer war das? Der ist Blueprint-Räumchen. Dann schleppen wir das hier mal noch ein bisschen mit rüber. Komm, jetzt schon wieder. Toll, sehr schön. Immer schön mir nach hier. So. Dann einmal schnell raus. Wieder rein. Gerade mal. Boah, ich brauche 150 noch Bewohner. Medium und nur eine Anomalie. Ohne Harvester ist es wirklich schwer, gescheit Upgrades zu fahren. Die Special-Dinger bekommt man halt so hinterhergeschmissen. Gefühlt gegen Ende im Vergleich zu den normalen. Super schon. Aber wir hätten es genug für drei Drohnen. Achso, ja, dann gehen wir doch mal besser ab. Und upgraden auch die Drohnen. Drohnen ausgemaxt. Können wir noch Sachen dafür finden?
Ja, was kann ich mir erzählen soll, ne? Ich hab eh schon jede Folge quasi selber erzählt, was die Upgrades bringen, welche ich gern hätte. Ach, perfekt. Alter, wirklich hier oben in dem Biom die scheiß normale Waffe, die Standardwaffe. Die scheiß Standardwaffe kriegen wir hier mit Gedöns. Wer kann mir erzählen? Ein Laser upgraden, ne? Auch wenn das ziemlich teuer wird. Ziemlich teuer. Bald mehr von dem besten Material als von dem normalen. Hätten wir die Ressourcen nicht gedacht, ich upgrade auch einfach mal das Ding, was man mitnehmen kann, diese Station. Einfach um es mal zu zeigen. Letztes Mal hätte man das echt machen können, wenn er nicht einfach vorbei gewesen wäre. Da hätten wir die Ressourcen gehabt, zu beiden Massen. Schade. Zurück hier rausziehen, so. Alles da runter. Sorry. Das war zu früh. So lange will ich jetzt auch nicht warten. Und voll. Oh, reicht mir. Drei Drohnen. Das. Aber das soll ein Medium sein hier, ne? Die Zeiss. Wo ist das denn bitte Medium? In welcher Welt? Ja, aber dafür haben wir hier alles. Haben wir gar nicht das Medium genannt hier. Komm. Leute, was ist da draußen los hier? Drei Drohnen. Wollte schon sagen. Jeder von dem normalen Kram fehlt. Nehmen jedes noch so kleine Stückchen mit. Da oben kommt jetzt schon wieder. Cast Guide auf die. Hey, das haben wir schon gesehen. Über diesen Run, oder? Also, wir könnten wahrscheinlich wieder hochlaufen, ne? Wollen wir aber gar nicht. Wir wollen hier alles auseinandernehmen. Mal gucken, was man hier die Wellen noch ein bisschen abwartet. Das haben wir komplett leer gemacht. Ich war gerade voll verwirrt, für mich sah der Regen gerade so aus, als würde nach oben gehen.
Ja, ich finde, wenn man falsch drauf guckt, kann das so, sieht es so aus, als würde er nach oben gehen. Teilweise. Aber hier auf dem Spider sind die Animationen natürlich so, dass es passt. Achso, nee, das ist. Ich dachte gerade, es wäre zu blau ist noch zum Abbauen. Nee, dann weiter bitte. Dann haben wir unten nämlich im Vulkan-Ding jetzt noch ein bisschen was zu machen und gehen mal ganz runter ans Ende der Wand. Was auch immer uns da erwartet. Außer Wasser. Vielleicht passiert ja noch irgendwas. Wäre cool. Ich meine, die können ihre Spider bestimmt auch so bauen, dass sie unter Wasser noch weiter an der Wand können. Das wäre doch sehr spannend. Ja, ja, einfach weiterlaufen. Die können uns gar nichts. Die können uns gar nichts. Verpisst euch! Spawnen immer wieder neu, kann das sein? Oder sind's. Nee, ich wusste nicht. Auf jeden Fall immer viele oben in der Ecke. Weiß nicht, was das soll. Finde ich auf jeden Fall frech. War da jetzt noch was drin? Keine Ahnung. So, da wären wir. Ah ne, wir sind noch eins weiter runter zu den Pyramiden eigentlich, ne? Ah, lohnt. Wir haben sie hier beerdigt. Do not exhume toxic. Nice, dann graben wir den mal nicht aus vielleicht. Ah, ich wollte. Wollte 4 drücken. Doofe Tasten. Das ist leider. Man muss ja auch mal einsehen, ne? Keine Anomalie, oh Leute. Ja ernst, nicht so jetzt drin rumgraben ohne eine Anomalie. Das, also nicht. Bin ich ein bisschen frech. Immerhin haben wir jetzt schon fast 120.000 Punkte. Upgrade-Punkte. Ja, komm, die halten das noch ein bisschen. Und oh, da kommen schon die Runner. Das ist ein bisschen doof. Aber ansonsten. Alles aktiviert, die machen das. Wir müssen noch einsammeln am Eingang. Nicht zu weit weggehen. Die sind hier irgendwie ziemlich kacke, kann das sein? Die Drohnen? Alles reinsaugen. Auf jeden Fall nochmal her.
sollte alles reinpassen, denke ich. So, passt. Mit 300 gleich auf Tasche. Aber das sind halt auch nicht viel, ne? Also Laser kriegen wir damit nicht voll upgraded. Hinter. Da schon verdächtig aus. Okay, für den nächsten Angriff soll ich aber auf jeden Fall rausgehen. Weil eben kam ja schon diese Runner. Und wenn auch diese Köpfe kommen, gegen die sind die Drohnen irgendwie nicht so Bombe. Und wir upgraden Laser doch mal ein bisschen. Wir müssen ja auch schon ein bisschen unterstützen. Eigentlich können wir auch die Railgun halt upgraden, aber lohnt sich das? Aber Charging Speed habe ich nur so ein bisschen. Das ist halt arschteuer. Das ist richtig arschteuer. Ich nehme lieber den Laser. Obwohl. Problem sind ja die starken Gegner. Den kleinen Scheiß. Komm, den haben wir noch nie voll gehabt. Aber wann ist der denn voll gecharged? Wahrscheinlich in der Spitze, ne? Okay, ist noch eine Anomalie drin angeblich. Okay, war jetzt doch leichter als gedacht. Irgendwie. Dafür haben wir uns ja extra den Speed gegönnt. Das hier wird auch noch schnell. Zack. Zack. Ich würde mal sagen, das ist jetzt eine Runde, die läuft gar nicht so gut. Aber dadurch, dass es keinen Boss gibt, und wir halt so viele Upgrades haben, ich meine, wir können alle Nicht-Fluggegner eigentlich einfach killen, indem wir drüber latschen. Boom. Da brauchen wir gar keine gute Waffe. Wir brauchen nur was, um Fluggegner auszuschalten. Perfekt. Heiß Mole-Torpedo. Was macht das denn? Muss ich mir doch noch alles angucken dann, ne? Muss ich mir doch noch alles angucken. Ja, aber mitkommen hier bitte Ressourcen. Bauen wir da nochmal schön rein. Zack. Direkt. Dürfen wir doch auf jeden Fall gleich mal. Uiuiui.
klingt schon unschön. Okay. Ja, ging aber. War voll okay. So angenehm, hier einfach durchzupesen. Hat was sehr Erfüllendes. Alles hier runter, bitte. Danke. Das ist schon wieder leer, hä? War gar nichts drin, groß. Ding, 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 ding. Zack. Das. Ich glaube, wir machen doch noch eine Folge. Einfach weil ich noch kein Ende sehe. Wir müssen unten noch ziemlich viel ausnehmen. Wir sind schon wieder gleich bei 50 Minuten. Ich sage, wir machen die Mini auch schnell fertig. Dann mache ich nochmal einen Cut. Ich werde auch kurz mal eine kleine Pause einlegen. Soll ich das hier wieder ein bisschen mehr? Und, oh shit. Und, ne? Wisst ihr Bescheid? Eine Folge machen wir dann noch. Einer geht noch rein. Ja. So nice. Man schon lange aufladen, das Ding, ne? Gegen so kleinen Scheiß ist das nicht so dufte. Ja, mit Drohnenunterstützung top. Aber ja, mit dem Rest. So, wie gesagt, machen wir jetzt eine kurze Pause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, in der wahrscheinlich letzten Folge. Das habe ich letzte auch schon gesagt, aber naja, wir gucken mal, ne? Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis dahin. Ciao.